Es blühen die Rosen alle noch da vor dem alten Haus, pflanzt von einer guten Frau, die es gehegt und pflegt hat, Jahr ein, Jahr aus. Und so mancher da erinnert sich noch ganz genau, wie es ausgesät hat und pflanzt, gossen, dunkt und gemacht, nun bis 98 Jahren. Ihr Garten war ein Blütenbracht, in dem sie die schönste Rosen war. Sie hat gelebt und gewirkt da lange Jahre mit ihrem Mann, der in der Gemeinde Rektor war. Und seit 1874 steht das alte Schulhaus jetzt schon da. Drin ist gelebt und geliebt worden, Kinder geboren, Musik gemacht, gesungen, gewarnt und gelacht. Und auch der alte Wein vom Fenster hat's gerade so wie das Haus auf weit über 100 Jahre schon gebracht. Ein altes Haus ist wie ein Denkmal, an dem man manchmal denkt, wie es ist, wie es wird und wie es mal war. Erinnerungen lang in der Vergessenheit versinkt, tauchen wieder auf, wie vor Tag und Jahr. Ein alter Weinstock kann viel verzeihen, wie sich der Wind dreht, hat Jahr ein Jahr aus. Und wenn man genau hinspielt, noch kommt es her, was es zu berichten hat. So ein altes Haus, gute Zeit, Krieg, Not und Elend, und das nicht nur einmal. Neue Hoffnung, Anfang ganz von vorn. All das steckt in die Mauern doch tief drin für alle Wein. Nein, am alten Haus geht nichts verloren. Sag, wer ist alles gegangen durchs austretende Stiegenhaus? Jung und alte, gut und schlechte Leute. Und gehen noch bei in Gedanken vor mir ein und aus. Auch seit mehr als 100 Jahren schon durch die Zeit. Jetzt steht das alte Haus schon lang verlassen und verwaist. Und mancher fragt sich ja, was soll draus werden? Na, vielleicht sieht man auf das, was zu uns sagt und auf sein Geist. Von Zeit zu Zeit ganz einfach einmal hören. Weil ein altes Haus ist wie ein Denkmal, das uns bis heute doch noch berichten kann vom Leben, Freude und Glück. Schlagt der Brücken in eine andere Zeit und tragt uns weiter vor und er wieder zurück zu uns durch Jahr und Tag. Und so denkt man zurück und schaut nach vorn. Man kann drüber diskutieren und spekulieren. Ja, so was bringt's uns noch, das alte Club. Reißt man's weg oder sollt man's teuer grundsanieren? Ja, so ist mit den Menschen und auch mit manchem Haus. Wenn's alt werden, ihr Kraft verrinnt ganz stark, macht man sich oft schnell nimmer recht viel draus. Doch mancher weiß genau, was er noch an einer hat. Weil es braucht auch jeder Ort, der wächst und lebt, seine Zukunft und auch seine Vergangenheit. Jeden Mensch auch manch altes Haus, das da noch steht, und uns was über sie und auch was über uns verzeiht. Es wüsst die hundertjährig alte Frau Rosa Annemarie an Geschichten, Anekdoten noch viel genug. Und leise flüstert auch das alte Haus, da hört's mal hin. Bleibt stehen, schaut's mir an und hört's mir zu. Lasst mich stehen, schaut's mir an und hört's mir zu. Ein altes Haus ist wie ein Denkmal, an dem man manchmal denkt, wie es ist, wie es wird und wie es mal war. Erinnerungen lang in der Vergessenheit versinkt, tauchen wieder auf, wie vor Tag und Jahr. Lass mich stehen, schaut's mir an, hört's mir zu.